is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Ein bedeutender Kampf liegt vor uns. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Eine große Krise erwartet das Volk Gottes. Eine Krise erwartet auch die Welt. Der bedeutsamste Kampf aller Zeiten steht unmittelbar vor uns. Die Frage, ob man die Sonntagsheiligung durchsetzen sollte, ist eine Frage von nationalem Interesse und von nationaler Bedeutung geworden. Wir wissen nur zu gut, zu welchem Ergebnis diese Bewegung führen wird. Doch sind wir bereit für diese Auseinandersetzung? Haben wir die Pflicht treu und zuverlässig erfüllt, die Gott uns übertragen hat, nämlich die Leute vor der bevorstehenden Gefahr zu warnen? Viele haben die Forderung, den biblischen Sabbat zu halten, nie richtig begriffen und wissen nicht, auf welch trügerischem Boden die Einrichtung des Sonntags steht. Jede Bewegung zugunsten einer religiösen Gesetzgebung ist in Wirklichkeit ein Zugeständnis an das Papsttum, das so viele Jahrhunderte lang ständig gegen die Gewissensfreiheit gekämpft hat. Die Sonntagsheiligung verdankt ihr Dasein als sogenannte christliche Einrichtung dem Geheimnis der Bosheit. Wenn sie durchgesetzt wird, ist dies eigentlich so viel wie eine Anerkennung der Prinzipien, die buchstäblich den Eckstein des Romanismus, das heißt des römischen Katholizismus, ausmachen. Wenn unsere Nation die Grundsätze ihrer Regierung in dem Sinne widerruft, dass ein Sonntagsgesetz verabschiedet wird, dann wird der Protestantismus in dieser Handlung dem Papsttum die Hand reichen und das wird nichts anderes sein, als der Tyrannei zum Leben zu verhelfen, die schon lange erwartungsvoll auf ihre Gelegenheit gewartet hat, um ihren Despotismus wieder aktiv ausüben zu können. Sobald das Papsttum oder seine Prinzipien wieder durch Gesetzgebung zur Macht kommen, werden die Feuer der Verfolgung wieder entzündet werden. Sie richten sich gegen alle, die ihr Gewissen und die Wahrheit nicht den päpstlichen Irrlehren opfern wollen. Dieses Übel steht kurz vor seiner Realisierung. Wenn Gott uns Licht geschenkt hat, das die bevorstehenden Gefahren aufzeigt, können wir da schuldlos vor Gott stehen, wenn wir es versäumen, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um dieses Licht den Leuten zu bringen? Können wir uns damit zufrieden geben, sie ungewarnt sich selbst zu überlassen, um sich mit dieser wichtigen Frage auseinanderzusetzen? Wenn die Gesetze irdischer Herrscher den Gesetzen des obersten Herrschers des Universums entgegengesetzt werden, dann werden alle treuen Untertanen Gottes ihm treu bleiben. The Lord is coming.